Hallo, mein Name ist Sabine und in diesem Video möchte ich dir den Jahresverlauf eines Sees vorstellen. Denn ein See ist nicht einfach nur ein Becken mit Tieren und Wasser drin, sondern ein komplexes System, welches sich lohnt, näher zu verstehen. Fangen wir mit dem Wasser an. Es ist Grundlage allen Lebens auf der Erde, weil es nicht so ist wie andere Stoffe bezüglich der Dichte. Die Dichte ist eine physikalische Eigenschaft und beschreibt das Verhältnis zwischen Masse und Volumen eines Körpers. Machen wir uns doch mal eine Tabelle. Wir vergleichen die Dichten von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen. Als Beispiele für Feststoffe habe ich Gold und Gummi mitgebracht. Gold hat eine Dichte von 19,32 und Gummi eine Dichte von 0,9. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.